Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Aktuellen Stunde. Ja, heute unter anderem mit der bemerkenswerten Nachricht, dass der Attentäter von Mogadischu aus NRW stammt. Unsere Themen: Anschlag in Somalia, mutmaßlicher Attentäter ist Deutsch-Somalier und kommt aus Bonn. Brandstiftung in Mehrfamilienhaus. Anwohner bemerkt das Feuer und rettet Leben. Nach dem Wespenalarm in Monheim. Dieser Junge wurde 7-mal gestochen. Jetzt ist es offen ausgesprochen. Der türkische Ministerpräsident Erdogan hat den Friedensprozess mit den Kurden für beendet erklärt. Komm, hau ihn raus. Darf ich? Okay, letzte Meldung für heute. Anruf in der Nacht um 3 bei der Polizei. Eine Frau aus Stolberg meldet sich und sagt, ja, mein betrunkener Nachbar hat seinen Hausschlüssel verloren und der will jetzt bei mir schlafen. Ich bin aber nicht so richtig einverstanden damit. Was passiert? Die Polizei kommt, macht die Nachbartür auf, alles gut, alle konnten ruhig schlafen und zwar in ihren Betten. Jungs, wir finden das so. Und jetzt Lokalzeit. Tschüss, schönen Abend. Obwohl, ich meine, schon besoffen.